eine Partie, die es in sich hat. Mit zwei Mannschaften, die wissen, heute muss Leistung her. Gleich geht's los, live bei EA Sports. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir präsentieren Ihnen das Viertelfinale hier in diesem Wettbewerb. Es ist ein Spiel zwischen sichere Beute für den Keeper. Der Torwart mit dem Fehler. Jetzt die Chance. Der Ball geht an die Latte. Und sie ärgern sich, dass es hier weiter nur unentschieden steht. Es wäre die Führung gewesen, das Gestänge hatte was dagegen. Auf Seiten der Gastgeber soll heute das frühe Pressing den Erfolg bringen. Und das ist ja auch absolut realistisch. Dafür haben sie die richtigen Leute. So spielen sie einfach. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ball kommt. Ist das die Chance? Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Denn er hat ja aufgeschieden. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Ja, ja, das ist faul. Hat er nicht gut gelöst. Gibt Freistoß. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Jetzt der Volley. Klasse Parade. Ball ist nicht drin. Aber die Szene wird so oder so abgepfiffen. Abseitsfahne ging sofort hoch. Das Tor hätte also ohnehin nicht gezählt. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, sie können nichts aus dieser Szene machen. Sie verlieren den Ball. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Oh, das könnte es sein. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Sie holen sich hier den Ball. So, die Chance jetzt. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Jetzt vielleicht die Flanke. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Viel Platz für den Konter jetzt. Das sieht vielversprechend aus. Stark gemacht, das könnte was werden. 5 Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. 2-1, hier ist noch alles drin. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Erstmal dazwischen gegangen hier.
Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und... Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sie haben Platz. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Leeds hat sich schon seit einiger Zeit um einen Spieler bemüht. War nicht einfach, aber jetzt hat er super mitgespielt. Da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. So kann er hier den Treffer verhindern. Ja, könnte was werden. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Problemlos hat er hier den Ball. Sie gehen dazwischen. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Er versucht's. Oh, er trifft die Latte. Oh, kein Tor, der muss doch drin sein. Abseits, Wolf, abseits. Die Fahne ist direkt nach oben gegangen und ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Chance zur Flanke jetzt. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Ecke in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ruhiger Spielaufbau, wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Jones. Da sind Mitspieler frei. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Da können Sie klären. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiterhin. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Vielleicht der Ausgleich. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Mag sein, dass sie auf dem Papier unterlegen sind, aber im Spiel gleichen sie aus durch diesen Treffer. Klasse, wie sie sich hier präsentieren. Die Partie ist offen. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Wichtig, er holt den Ball. Er versucht's. Und das Tor. Sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht's ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne mit dem Wechsel. Will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. 6 Minuten haben wir hier noch. Da gewinnt er den Zweikampf. Könnte was werden, guter Pass.
Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Aber wir sehen's. Ballverlust. Wir sehen den Jubel auf Seiten der Gäste. Sie haben